Moin Leute, Klimawissenschaftler und Science-Slammer Dr. Christian Scharune, meine Wenigkeit, erklären euch heute den aktuellen IPCC-Bericht, und zwar ultra komprimiert, schnell und sachlich, ohne jegliche Wertung. Und den größten Teil werden wir den Maßnahmen widmen und euch zeigen, welches die teuersten und günstigsten Maßnahmen zur Bewältigung der globalen Erwärmung sind. Fanden wir teilweise selber ziemlich überraschend. Okay, los geht's. Der IPCC hat das Ziel, viele Wissenschaftler sollen sich treffen und zum Klimawandel forschen und diese Ergebnisse ohne Handlungsempfehlung an die Politik weiterleiten. Bisher gab es 6 Berichte und jetzt 2023, das was rausgekommen ist, ist quasi das Ende des 6. Berichtes. Das heißt, das ging über mehrere Jahre jetzt. Wann kommt der nächste Bericht? Der 7. Bericht kommt wahrscheinlich erst 2030. Wer bezahlt die? Die 195 Teilnehmerstaaten geben freiwillig Geld und zusätzlich die Gründerorganisationen, die beiden hier. Okay, wir fangen jetzt direkt an. Wir zeigen euch jetzt die Erkenntnisse und auch immer diese Balken hier, die ihr sehen könnt. Die Balken zeigen euch an, wie sicher diese Aussage dann ist, sofern es dann irgendwie angegeben war. Also total unsicher oder mega sicher. Wenn euch aber nur die Lösung und die Kosten dafür interessiert, dann springt einfach auf die entsprechenden Kapitel am Ende. Ich möchte auch sagen, am Ende kommt noch eine kleine Kritik, also ein bisschen was Persönliches kommt da rein, denn wir haben noch so ein bisschen was auszusetzen an dem Bericht, aber das könnt ihr euch am Ende anhören. Das ist auch ein bisschen witzig. Was sagt also der IPCC zum Ist-Zustand? Nun ja, der menschengemachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Erde aus. Diese werden immer häufiger und haben ja auch jetzt schon zu extremen Schäden und Verlusten bei Natur und Menschen geführt. Das ist der momentane Zustand. Aber wie geht's weiter? Dafür brauchen wir Szenarien. Und auch diese liefert der neue IPCC-Bericht. Wir sehen es hier. Warum brauchen wir diese Szenarien? Naja, weil wir nicht wissen, wie sich unsere Emissionen entwickeln. Und davon hängt es maßgeblich ab, wie es weitergeht. Darum rechnet man einmal mit einem Szenario mit sehr geringen Emissionen, mit mittleren und dann aber auch mit sehr hohen Emissionen. Und je nachdem verändert sich dann auch die Temperatur. Das sehen wir hier. Und wichtig ist, nur wenn wir mit dem kleinsten, also mit den geringsten Emissionen rechnen, dann ist in diesen Modellrechnungen überhaupt noch theoretisch zu schaffen, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten bis 2100. Das ist eine ganz schön harte Sache. Mit den momentan eingesetzten Maßnahmen zum Klimaschutz werden sich unsere CO2-Emissionen nicht senken lassen. Und wir landen am Ende bei einer globalen Erwärmung von etwa 3,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Das ist zu viel. Diese Grafik hier wird übrigens oft missverstanden. Denn nur weil die rote Kurve einfach horizontal weiterläuft, heißt es nicht, dass alles einfach so weitergeht und nicht schlimmer wird. Im Gegenteil. Wir hatten ja die Grafik mit den Szenarien gesehen, wo verschiedene Emissionen gerechnet wurden. Und mit den momentanen Emissionen landen wir bei einem der schlechtesten Pfade, die man sich vorstellen kann. Das ist ziemlich kacke. Um die vom Menschen gemachte globale Erwärmung einzudämmen, sagt der IPCC, benötigen wir schnellstmöglich netto-null CO2-Emissionen. Ja, Konsequenzen. Ich weiß, die Dinge sind ätzend und ich habe auch gar keinen Bock drauf, aber die Konsequenzen gehören halt auch zum IPCC-Bericht. Deswegen hier kurz und knackig, aber wie gesagt, darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Ich werde aber einfach ein paar aufzählen und dann gehen wir direkt zu den Lösungen, denn darauf wollen wir uns hier und heute konzentrieren. Also, es kann zu einer Zunahme in Infektionskrankheiten kommen und die Wissenschaftler bewerten diese Prognose aber mit einem mittleren Vertrauen. In besonders gefährdeten Gebieten wird es Umsiedlungen geben, beziehungsweise viele Menschen werden vermutlich ihre Heimat verlieren und da ist das Vertrauen relativ hoch. Traumata durch extreme Ereignisse werden zunehmen und dass das alles nicht gut für die psychische Gesundheit von den Menschen ist, das könnt ihr euch vermutlich auch vorstellen. Denkt hier an die Katastrophen, die bereits hier in Deutschland passiert sind, ne, wie die Überschwemmungen und die ganzen Konsequenzen, die daraus für die Menschen entstehen. Da kann man sich sicherlich vorstellen, was das an der Psyche macht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Dinge, die mit mittlerer oder hoher Sicherheit passieren werden und die sind alle ziemlich scheiße, also das könnt ihr euch vorstellen, aber lasst uns direkt zu den Lösungen gehen, denn wie gesagt, heute wollen wir uns darauf konzentrieren. Die klimatischen Auswirkungen sind das eine, aber alles das wirkt sich auch auf unsere Gesellschaft aus. Dinge werden sich verändern und das Schlimme daran ist, manche Dinge werden sich unumkehrbar verändern. Der IPCC schreibt hier zum Beispiel davon, dass Arten aussterben werden. Aber auch unsere menschliche Gesundheit wird sich nachhaltig verschlechtern. Und wir werden massive Probleme mit der Lebensmittelproduktion bekommen. Alles das wird richtig teuer für uns.
Es braucht also Lösungen. Ja, welche Option schätzen die IPCC-Leute denn eigentlich am effektivsten und vor allem am ökonomisch sinnvollsten bzw. am günstigsten ein? Also ich meine, das ist ja auch irgendwie ein wichtiger Punkt, ne? Fangen wir heute im Energiesektor an, denn das ist vermutlich der wichtigste Sektor, den wir haben oder an dem wir am meisten ändern müssen. Vereinfacht gesagt ist das Strom und Wärme. Die Länge des Balkens, die ihr hier seht, das ist die mögliche CO2-Reduktion, also das CO2-Äquivalent in Gigatonnen pro Jahr. Also so viel können wir es quasi reduzieren. Das heißt, je größer der Balken, desto besser. Die Farbe des Balkens stellt die Nettokosten für diese Option pro gesparte Tonne CO2 dar, und zwar für die gesamte Lebensdauer dieser Option. Also ganz plump gesagt, wie teuer wird das? Je roter, desto teurer. So einfach ist das. Nicht besonders überraschend haben Solarenergie und Windenergie natürlich das größte Potenzial und sind tatsächlich auch mit am günstigsten, wenn man halt einfach sieht, wie viel Potenzial da vorhanden ist. Was interessant ist, ist, dass die Wissenschaftler auch darauf hinweisen, dass eine Diversifikation der Energieerzeuger zu einer Synergie führt. Also einfach gesagt heißt das, man sollte nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern halt wirklich versuchen, mehrere Energieformen zu nutzen. Und global gesehen macht das natürlich auch mega Sinn, denn es ist nicht alles überall sinnvoll. Ja, ich meine, wir haben auch dunklere Regionen, windreiche Regionen. Zum Beispiel in Island ist Geothermie sehr, sehr sinnvoll und so weiter. Also da ist sicherlich irgendwie, je nachdem, wo man da sich befindet, das ein oder andere irgendwie mehr oder weniger sinnvoll. Die Reduktion durch Kernenergie wird hier als sehr begrenzt und verhältnismäßig teuer dargestellt. Aber in einem kleinen Rahmen und lokal, also das heißt jetzt nicht überall auf der Welt, sondern für gewisse Bereiche, durchaus auch sinnvoll. Ähnliches gilt für Geothermie, da diese Technologie natürlich extrem von den lokalen geologischen Gegebenheiten abhängt. Also es geht einfach nicht überall und man kann je nach Bohrtiefe, kann das Ganze natürlich wahnsinnig teuer werden. Eine super spannende Option und eine sehr effektive offensichtlich ist tatsächlich die Reduktion von Methanemissionen, ja, beim Kohlebergbau, bei Öl- oder bei Gasförderung und auch bei Abfällen. Das heißt einfach nur Emissionen, die eigentlich grundsätzlich nicht sein müssten. Ja. Wenn man da etwas aufpassen würde und die halt vermindern würde, hätte das das drittgrößte Einsparpotenzial. Also das fand ich halt auch sehr interessant. Die vermutlich teuerste und ineffektivste Methode ist Carbon Capture and Storage, also CO2 aus der Luft filtern und irgendwo lagern. Wie sieht es jetzt bei Nahrung, Landflächen und beim Wasser aus? Naja, ganz oben steht, dass wir insbesondere aufhören sollten, Wälder, besonders in den tropischen Regionen, abzuholzen. An sich weniger abholzen sollten und zudem Wälder wieder aufbauen und aufforsten sollten. Und an sich etwas besser mit unserem Ökosystem umgehen sollten. Ist auch wieder hier keine große Überraschung, wie ich finde. Der zweitgrößte Punkt ist vielleicht etwas, was ihr nicht unbedingt kennt, und zwar die sogenannte CO2-Sequestrierung. Also CO2 entfernen und irgendwo speichern, aber das nicht mit großen Maschinen, also wie es bei diesem Carbon Capture and Storage typischerweise gemacht werden würde, sondern auf mehr oder weniger natürliche Art und Weise, zum Beispiel im Boden. Danach folgt auch schon die Aufforstung und Wiederherstellung von Wäldern. Beide Maßnahmen werden hier aber als relativ teuer, aber sehr effektiv bewertet, was halt auch interessant ist. Maßnahmen der Lebensmittel, also zum Beispiel auf klimaschonendere Nahrungsmittel umzusteigen, werden hier als begrenzt wirkende Maßnahme genannt und die entstehenden Kosten sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen. Ja, der erste Punkt jetzt hier betrifft effiziente Gebäude und damit sind hauptsächlich Dämmmaßnahmen gemeint. Wie man hier jetzt sieht, ist das eine sehr, sehr effiziente Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, also zumindest in diesem Sektor. Aber wie viele von euch auch wissen, ist das eine sehr, sehr teure Möglichkeit. Deswegen ist dieser Balken hier sehr rot. Was ist denn mit dem nächsten Punkt? Der scheint ja ähnlich effizient, aber viel günstiger im Vergleich zu sein. Und zwar energieeffiziente Fahrzeuge. Der im Bericht selbst existiert dieser Punkt tatsächlich nicht so wirklich. Also zumindest dieser Begriff, sodass ich hier echt mutmaßen musste. Und Leute, der ist echt schrecklich geschrieben. Ja, und wenn ich German Steel Ritter das schon sage, dann heißt das was. Ja? Also ohne Scheiß, das ist wirklich, war schon hart an der Grenze. Aber gut, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist damit gemeint, dass man versucht, mehr Homeoffice zu ermöglichen, Städte Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher umzubauen und Anreize schafft, irgendwie öffentliche zu nutzen, also durch günstige Angebote und so weiter. Das heißt irgendwie durch leichte Verhaltensänderungen oder einfach Anreize, dass die Leute da auch Bock drauf haben, das halt irgendwie hinzubekommen.
Das wäre halt eine sehr günstige Maßnahme, die Emissionen zu senken und wahrscheinlich auch eine recht sinnvolle. Als nächstes dann Elektrofahrzeuge, also E-Autos. Eine ebenfalls relativ effiziente Methode in diesem Sektor, aber die Kosten für den Umstieg sind hier noch unbekannt tatsächlich, also zumindest hier in diesem Bericht. Ladesäulen, Leitungen und so weiter sind natürlich schon sehr aufwendig, besonders wenn man das Ganze jetzt global betrachtet, wobei im Bericht auch davon gesprochen wird, dass die Kosten für E-Fahrzeuge und auch Batterien wirklich stetig sinken und dass hier von einer positiven Tendenz zu sprechen ist. Weiterhin werden noch LKWs, Bahnen, Flugzeuge und Schiffe genannt und hier wird kurz- bis mittelfristig von nachhaltigen Biokraftstoffen, Wasserstoff und E-Fuels gesprochen, aber auch davon, dass hier dringend die Produktion ausgebaut werden muss und auch Kostenreduktionen geschehen müssen halt, gerade bei E-Fuels, die halt immer noch wahnsinnig teuer sind. Bei LKWs und Bahnen wird hier auch hier Strom, also Batterie bzw. die bereits existierenden Elektrobahnen, die wir schon haben, als günstige Option ausgesprochen. Merkwürdigerweise ist das alles hier als sehr günstige Option markiert, also auch diese ganzen E-Fuels und so, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und wie gesagt, ich kann auch hier wieder nur sagen, Bild und Text waren für mich jetzt hier sehr, sehr schwer zusammenzubringen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich das Thema Industrie rausgelassen habe. Warum? Ganz ehrlich, weil der Absatz ist in meinen Augen unlesbar. Beziehungsweise so kurz, dass ich keinen Link dieser Balken, die ihr hier sehen könnt, zu dem Text herstellen konnte. Also ich habe es einfach nicht gefunden da drin oder irgendwie nicht verstanden, was die da wo meinen. Das ist echt hart. Also und das war bei den anderen Balken, die ich euch eben gezeigt habe, ebenfalls nicht ganz trivial. Aber bei dem Punkt Industrie musste ich echt aufgeben. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, die lange Version des Berichts fehlt zwar noch, aber die wichtigsten gezeigten Bilder, die sollten doch eigentlich schon irgendeinen Zusammenhang zum bereits veröffentlichten Text haben. Also, liebe IPCC-Leute, eure Arbeit ist unfassbar wichtig und wir schätzen diese alle wirklich sehr. Aber wenn man das echt kaum lesen kann, beziehungsweise gefühlt 80% auch nur Geschwafel sind, muss ich auch echt zugeben, da ist ganz schön viel. Das klingt so nach Politik alles. Also, viel Gelaber und wenig Inhalt in meinen Augen. Also, das fand ich halt auch nicht so schön, dann hilft es einfach nicht. Ja? Zumindest für die Wissenschaftskommunikation ist das Ganze sehr, sehr schwer zu nutzen. Ja? Aber gut, zurück zum Thema. Andreas und ich wollen hier auf jeden Fall neutral Bericht erstatten. Aber ein Zitat möchten wir euch auch nicht vorenthalten, das so im IPCC-Bericht mit drin steht. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die planetare Gesundheit. Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Wir müssen also diese globale Erwärmung abmildern. Das haben wir wahrscheinlich sehr deutlich gemacht in diesem Video. Und auch der IPCC schlägt hierfür 3 Punkte vor, wie man das machen muss. Wir brauchen eine verstärkte internationale Zusammenarbeit, einen verbesserten Zugang zu angemessenen finanziellen Ressourcen und eine politische Steuerung und Koordination. Das ist gar nicht so ohne. Das sind unter anderem große Einschnitte in unser alltägliches Leben. Auch das, was Andreas gerade vorgestellt hat. Also, kann man dem IPCC vertrauen? Wenn euch das interessiert, schaut euch gerne auch mein Video an, das ich diese Woche dazu gemacht habe. Und wenn euch die Themen Klimawandel, Energie und Mobilität allgemein interessieren, dann abonniert auch gerne meinen Kanal Time is Up. Danke fürs Anschauen. Bis bald. Wir sehen uns.